Zweitens der Fundus. Logo, Texte und Bilder. Unser Tipp: Druckauflösung. Bestimmt haben Sie schon mal einen Ausdruck gesehen oder selber gemacht, bei dem Sie die einzelnen Pixel eines Bildes ganz genau erkennen konnten. Für Bilder gibt es eigentlich zwei gängige Auflösungen. Einmal 72 dpi für Webseiten und 300 dpi für alle Drucksachen. Für Ihren Flyer, natürlich für alle Drucksachen, brauchen Sie eine Auflösung von mindestens 300 dpi in der Originalgröße, damit die Bilder scharf gedruckt werden können. Denken Sie an die Qualität. Schauen wir uns jetzt die vier Basiselemente an. Logo, Farben, Schriften und die Fotos. Zuerst das Logo. Haben Sie schon ein Logo oder muss noch ein Logo entworfen werden? Haben Sie das Logo auch in hochauflösender Form vorliegen, dann können Sie direkt damit starten. Das zweite sind die Farben. Welche Farben benutzen Sie? Haben Sie Hausfarben, vielleicht von einem CI, einem Corporate Identity oder einem Corporate Design? Wie können Sie die Farben gut aussuchen? Im Internet gibt es einige Software, die Ihnen dabei hilft. Zum Beispiel Paletteton.com oder auch der Color Finder. Sie können da Ihre Farben angeben, Ihre Hauptfarben. Und die Software schlägt Ihnen dann passende Farben dazu vor. Auch können Sie da ein bisschen rumspielen mit den Farben, damit Sie sehen, wie es am besten aussieht. Farben werden in zwei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Einmal die Lichtfarben, das sind die Farben, die wir im Monitor sehen oder auf der Bühne. Und einmal die Druckfarben, also die Körperfarben. Das sind die Farben, die man als CMYK bezeichnet. Cyan, Magenta, Yellow und Key, also K wie Key, das bedeutet schwarz. Diese Farben werden in verschiedenen Farbräumen definiert und wichtig für Sie ist, dass die nicht 1:1 übertragbar sind. Also eine Druckfarbe auf Ihrem Flyer oder Ihrem Plakat wird immer etwas anders aussehen als die Farbe auf dem Monitor. Damit die Qualität gut wird, müssen die Farben natürlich gut aussehen. Das heißt, es darf farbig, aber nicht bunt werden. Lichtfarben und Druckfarben sind so ein bisschen wie eine Übersetzung, also zum Beispiel Englisch und Deutsch. Nicht immer klappt die Übersetzung einwandfrei. Und damit Sie sich sicher sein können, dass auch die Farben, die Sie auf Ihrem Monitor ausgesucht haben, auf Ihrem Flyer genauso aussehen, können Sie zum Beispiel bei Ihrer Online-Druckerei oder auch bei Ihrer Druckerei vor Ort einen sogenannten Proof bestellen. Also einen Vorabdruck, der Ihnen zeigt, haben Sie die Farben richtig gewählt. Drittens die Fotos. Haben Sie eigene Fotos? Seien Sie ruhig streng mit den Fotos, denn die Fotos müssen scharf sein, sie müssen aussagekräftig sein und Sie sollten natürlich auch die Rechte an den Fotos besitzen. Wenn Sie keine eigenen Fotos haben, gucken Sie einfach mal in Online-Fotoanbietern wie Fotolia oder Stockfoto oder so, wo Sie lizenzfreie Fotos auch für kleines Geld erwerben können. Denken Sie dran, auch hier brauchen Sie die hohe Auflösung. Viertens, Texte, Fonts und Typografie. Erstmal die Texte an für sich. Haben Sie die Texte vorliegen oder müssen Sie die vielleicht noch ein bisschen kürzen, damit der Flyer nicht so überladen aussieht? Und auch wenn Sie für die Webseite texten, denken Sie dran. Je kürzer, desto besser, weil der Webseitenbesucher wirklich nicht gerne liest. Wenn Sie die Texte vorliegen haben, geht es an die Typografie, also an die Gestaltung. Welche Schriftfonts benutzen Sie, also welche Schrifttypen, wie groß soll die Schrift sein? Wenn Sie beispielsweise eine Zielgruppe haben, die etwas älter ist, machen Sie die Schrift ruhig ein bisschen größer. Das vereinfacht natürlich das Lesen. Und auch hier gilt natürlich FFF, Form Follows Function. Je klarer die Lesbarkeit, desto besser die Funktion.